Der Syrien-Konflikt. Der Konflikt in Syrien ist nicht nur aktuell, sondern auch sehr vielschichtig. Wir beschäftigen uns heute sowohl mit den Rollen von Saudi-Arabien und dem Iran, als auch mit den Vor- und Nachteilen der Luftanschläge und der Möglichkeiten von humanitären Interventionen. Die Konfliktsituation. Der Syrien-Konflikt ist im März 2011 entstanden, als die Regierung gewaltsam, auch mit Panzern, die politischen Proteste, die im Januar klein begangen und dann rasant anwuchsen, beendete. Daraufhin kam auch Gewalt von den Protestanten auf und so entbrannte dann der Konflikt, welcher bis heute andauert. Neben den kämpfenden Gruppen ist auch die Zivilbevölkerung durch den Krieg und die daraus resultierende Zerstörung betroffen. Das sunnitische Königreich Saudi-Arabien unterstützt die Opposition in ihrem Kampf gegen das syrische Regime um Bashar al-Assad und den Islamischen Staat, kurz IS. Saudi-Arabien ist ein Teil der USA-geführten Koalition, die den IS in Syrien bekämpft und den Rücktritt von Assad fordert. Iran hingegen ist schiitisch und unterstützt mit der Hisbollah-Miliz Assad und seine Truppen. Der Iran ist Assads engster Verbündeter und sieht sich selbst als Retter von Assad. Dafür will der Iran militärische Einflüsse haben, um mit der dauerhaften Basis in Syrien Israel direkt bedrohen, was eins der Ziele, wenn nicht das Hauptziel der Hisbollah ist. Der Iran sieht alle Länder, die gegen Assad sind, als Befürworter einer Machtübernahme der Aufständischen an. Um die Machtübernahme zu verhindern, entsendet der Iran tausende Militärberater, die in Syrien die Assad-Truppen unterstützen. Durch die ausländischen Unterstützungen ist der Konflikt zu einem Stellvertreterkrieg geworden. In dem Konflikt geht es also darum, wer Syrien regieren darf. Allerdings geht es vor allem bei den Unterstützern der Konfliktparteien um wirtschaftliche Interessen. Der Konfliktverlauf. Nachdem infolge des arabischen Frühlings auch in Syrien Proteste gegen die Regierung entstanden sind, ist das eigentliche Ziel unwichtiger geworden. Jetzt ist es auch ein Kampf zwischen religiösen Gruppen statt für die Demokratisierung Syriens. In den Jahren 2011 und 2012 verlor die Regierung große Gebiete und auch viele Wirtschaftsmetropolen. Anfang 2013 gewann die Regierung wieder an Stabilität und wurde ab Mai dann auch von anderen Gruppen unterstützt, wodurch sie wieder Landgewinne verzeichnen konnten. August. Giftgasangriff auf Guha, wahrscheinlich von den Regierungen, aber beide Seiten bestreiten die Verantwortung für den Angriff. 2014 mischte sich der IS in den Kampf mit ein und kontrollierte 2015 über 50% des syrischen Staatsgebiets. Ab August 2015 fliegt Russland Luftangriffe gegen den IS und auch gegen Oppositionskämpfer. Der IS belegt immer weniger Gebiete in Syrien und kontrolliert nur noch wenige Prozente des Staatsgebiets. Die Forderungen und Ziele der Konfliktparteien. Das gemeinsame Ziel von den Regierungs- und Oppositionstruppen mit ihren jeweiligen Unterstützern ist die Bekämpfung des IS. Allerdings unterscheiden sich die Ansichten darüber, wie und von wem Syrien danach regiert werden soll. Die Regierungstruppen, die vom Iran und von Russland unterstützt werden, wollen, dass Syrien von vor den Protesten wiederherstellen unter der Regierung von Malevid Assad. Die Opposition von Saudi-Arabien, der USA und Europa unterstützt werden, ist in mehrere Gruppen gespalten und bekämpft sich zum Teil auch gegenseitig, da sie in mehrere Gruppierungen unterteilt ist, die unterschiedliche Ziele verfolgen, aber alle eine politische Veränderung in Form des Abdenkens von Assad wollen. Der Iran unterstützt Assad mit Truppen und finanziell mit jährlich knapp 100 Millionen US-Dollar. Saudi-Arabien unterstützt die moderaten Rebellen mit seinen Elite-Truppen und mit Finanzhilfen. Beide Seiten nutzen Luftanschläge, um die Gegner ihrer jeweiligen Seite zu schwächen. Diese Luftanschläge haben viele Vor- und Nachteile, unter anderem gezielte Angriffe schwächen die Terrorgruppen. Versorgungswege oder Transporter könnten zerstört werden. Feinde können zurückgedrängt und immobilisiert werden. Es könnten auch Verbündete oder Zivilisten getroffen werden. Das Geld könnte besser genutzt werden, zum Beispiel für Präventions- oder Bildungsprogramme.
Die Konfliktprognose. Wie sich der Syrien-Konflikt weiterentwickeln wird, lässt sich schwer vorhersagen. Lediglich relativ klar ist, dass der IS in Syrien in Zukunft besiegt werden wird. Was danach in Syrien auch politisch passieren wird, lässt sich nicht voraussagen, da die Fronten verhärtet sind und sowohl die Rebellen als auch das Assad-Regime mächtige Parteien auch in der UN als Unterstützung haben. Aber eine sehr wahrscheinlich eintretende Ausnahme sind die humanitären Interventionen. Das bedeutet meist gewaltsames Eingreifen in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates, der den Schutz von Menschen in einer humanitären Notlage, wie zum Beispiel bei Menschenrechtsverletzungen, zum Ziel hat. Für humanitäre Interventionen spricht die Verpflichtung, gegen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorzugehen. Hinzu kommt, dass die Interventionen das Leben der betroffenen Menschen immens verbessern, wodurch weitere Länder davon überzeugt werden können, aktuelle Regime loszuwerden. Allerdings werden die Resolutionen auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert und in einigen Ländern, wie Libyen, darf Waffengewalt angewendet werden. Außerdem bleibt die Frage bestehen, ob es einen gerechten Krieg gibt und ob Frieden wirklich mit Krieg erzwungen werden kann. Die mediale Wahrnehmung und Beurteilung. Die sozialen Medien sind für einige der Konfliktparteien sehr wichtig. Der IS wirbt im Internet zum Beispiel um neue Mitkämpfer und stellt Propagandavideos online. Auch für uns in Deutschland sind die Medien wichtig, weil wir nur so von der Notlage erfahren, wobei wir meistens die Pro-Rebellen-Darstellung zu sehen bekommen. Die politischen Ereignisse, die das Ziel haben, den Konflikt und die humanitäre Notlage zu beenden, sind ein Schritt in die richtige Richtung, da auch die Unterstützer vertreten sind. Allerdings gerät das eigentliche Ziel, nämlich der Grund für die Proteste von 2011, in den Hintergrund, und es ist fraglich, ob es sich noch lösen lässt.